Er ist ein handwerkliches Husarenstück, inspiriert vom Gott des Windes und modernen Fluggeräten nachempfunden. Pagani baut die Kampfjets unter den Hypercars. Sowohl Hochleistungsmaschine als auch künstlerisches Meisterwerk. Dass sich hier ein Mann verwirklicht hat, zeigt sich überall. Das außergewöhnliche Design hat auch einen außergewöhnlichen Preis. Es gibt extrem teure Autos und solche, die weit über $1 Million kosten. Dank hochwertiger Komponenten entsteht mehr als ein gewöhnliches Supercar. Diesmal wollte er die Perfektionierung auf die Spitze treiben. Die Automobilbaukunst in Vollendung hört auf den Namen Huayra. Gewöhnlich ist an dem Auto nichts. Der Motor entwickelt 730 PS. Weit mehr als andere Sportwagen. Seine Höchstgeschwindigkeit beträgt 372 km/h. Beinahe ein Drittel der Schallgeschwindigkeit. Der Preis? Fast 900.000 Euro. Davon könnte man sich 34 durchschnittlich teure Neuwagen kaufen. Momentan ist der Huayra der Exot unter den Hypercars. Ersonnen von nur einem Mann. Mein Name ist Horacio Pagani. Ich bin hier der Chefdesigner. In der kleinen italienischen Gemeinde San Cesario sul Panaro treibt Pagani die Automobilrenaissance voran. In den letzten 125 Jahren gab es nur einen echten Autovisionär. Pagani bezeichnet sich als Künstler und als Ingenieur. Ein Mann will seine Vision am überfüllten Supercar-Markt präsentieren. Pagani wollte etwas scheinbar Unmögliches erreichen: ein eigenes Supercar-Unternehmen gründen. Plötzlich war er da, noch überraschender als Lamborghini vor zig Jahren. 1999, auf dem Genfer Autosalon, überrascht er die Automobilwelt mit der Vorstellung seiner ersten Kreation, dem Sonda. Ich war sehr stolz, als ich am Genfer Autosalon teilnehmen konnte. Einer der wichtigsten Ausstellungen überhaupt. Vor allem, weil ich mein selbst konstruiertes Auto vorgestellt habe. Der Wagen lässt Kritiker und Fans aufhorchen. Er taucht aus dem Nichts auf, mit spitzen Sound und super Verarbeitung. Autofans in aller Welt waren begeistert. Im superleichten zweisitzigen Mittelmotor-Coupé wurde ein extrem starkes 12-Zylinder-Triebwerk verbaut. Für den Sonder reicht der Begriff Supercar nicht mehr aus. Ich finde es wirklich toll, dass das Auto eine eigene Kategorie begründet hat. Das Hypercar. Sehr lange Zeit gab es nur wenige Autos, die über 300 km/h geschafft haben. Was durchaus verständlich ist. Bei dem Tempo braucht man nicht viel mehr als eine Sekunde für eine Footballfeldlänge. In den 80ern sind Supercars auf 240 bis 290 gekommen. Als die 320 überschritten wurde, hat man den Begriff Hypercar eingeführt. Eines der ersten Autos, die der Bezeichnung gerecht wurden, war der Sonda. Vor dem Sonda gab es noch keine. Er ist das allererste Hypercar. Für derartige Werte brauchte man einfach ein neues Wort. Über 700 PS, extreme Leistung. Sowas ist ein Hypercar. Ab dem Jahr 2000 hat sich dann einiges getan. Fantastische und wirklich ungewöhnliche Autos wurden von großartigen Designern entworfen. Heute gibt es mindestens 30 Automodelle, die 320 km/h schaffen. Aber das Hypercar steht für echte Spitzenleistung und Exklusivität.
nicht einfach nur hohes Tempo. Man kann wohl behaupten, darin wird jede Fahrt zu was Besonderem. Das extrem mondäne Interieur verführt einen auch nicht gerade zu sinnloser Raserei. Am Anfang nehmen Kritiker Pagani und seinen Sonder nicht ernst. Das Unternehmen ist ein unbeschriebenes Blatt. Die Optik war zwar interessant, aber man dachte nur, dich sehe ich nie wieder. Der Sonder wirkt absolut ungewöhnlich. Sein Erfolg eher nicht. Pagani ist in der Automobilbranche alles andere als ein Neuling. Der am 10. November 1955 in Argentinien geborene Autonarr baut bereits mit 20 seinen ersten Rennwagen. 1983 führt ihn seine Leidenschaft nach Italien. Er wird Chefingenieur bei Lamborghini. Seine größte Glanzleistung, der Countach Evolutione. Das erste Auto überhaupt mit Carbon-Chassis. Pagani sieht in der leichtgewichtigen Kohlenstofffaser die Zukunft des Supercars. Seine Vorgesetzten bei Lamborghini sind anderer Meinung. 1991 gründet Pagani sein eigenes Unternehmen. Nur wirklich starke Persönlichkeiten können eigene Firmen aufbauen und den gesetzten Zielen treu bleiben. Das Produkt soll den Vorstellungen entsprechen, auch wenn es beim Autobau ohne Kompromisse nicht geht. Der Argentinier will eigene Ideen umsetzen, indem er selbst Supercars produziert. Eine Idee, die kaum umsetzbar scheint. Aber Pagani hat's hingekriegt. Echt verblüffend. Der künstlerisch-theatralische Aspekt überwiegt bei ihm, aber definitiv gehört er zu den Supercar-Titanen. Exakte Zahlen sind kaum zu erhalten. Aber es heißt, in den ersten 15 Jahren sollen 150 Sonders verkauft worden sein. Dass Pagani so selten sind, macht ein gutes Stück ihres Charmes aus. Einen echten Luxusboliden kann man sich nur mit dem nötigen finanziellen Hintergrund leisten. In den Preisregionen wird die Luft dünner. Sowas besitzen nur ultrareiche Autofans. Aber Geld ist nicht alles. Man muss sich auch für das ungewöhnliche Styling begeistern können. Inzwischen hat Pagani eine eigene Marktnische geschaffen und die Kunden in seine Vision einbezogen. Fünfzehn Jahre lang konnte der Designer den Erfolg seines hochgeschätzten Hypercar genießen. Jetzt muss ein Nachfolger her. Pagani beginnt mit einem komplett neuen Entwurf. Nicht nur bezüglich Leistung, sondern auch beim künstlerischen Ausdruck soll das alte Modell übertroffen werden. Man vertieft sich in sämtliche Details, selbst die verborgenen, und versucht, den künstlerischen Aspekt dahinter hervorzuheben. Erst nach 5 Jahren harter Grübelei ist das Huayra-Design perfekt. Mit dem Auto soll nicht nur meine, sondern auch die Fantasie und Vorstellungskraft des gesamten Teams zum Ausdruck gebracht werden. Die Ideen all der künstlerisch hochbegabten Mitarbeiter bei Pagani und in Partnerunternehmen. Das Designteam fertigt 8 kleinere Modelle vom Entwurf an. Und 2 lebensgroße. Der neue Look wird so lange verfeinert, bis Pagani zufrieden ist. Bei der Konzeptionierung des Huayra wollte ich einiges anders machen. Wie den Motor, der den Wind repräsentiert. Außerdem andere Gewichtsverteilung, Aufhängung und Fahrwerk. Eigentlich sollte alles anders werden. Die Karosserie wird vom Meister höchstpersönlich entworfen. Ein Alleinstellungsmerkmal sind die an Front und Heck wirkenden Abtriebshilfen. Zu den neuen Herausforderungen gehört das einmalige Aerodynamiksystem. Die Klappen stellen sich so ein, dass der Wagen nach unten gedrückt wird, wie bei einem Flugzeugflügel. Vorn und hinten befinden sich je 2 landeklappenartige steuerbare Spoiler.
Separat richten sie sich automatisch aus, um den Anpressdruck zu optimieren. Der Auftrieb, den Flugzeuge nutzen, um abzuheben, wird dabei sozusagen umgekehrt genutzt. Das Auto soll am Boden gehalten werden. Meine Designer betrachten Naturgesetze, Physik, Mathematik, Wissenschaft und sogar Technologie als rein künstlerisches Gesamtkonzept. Der zweite Bereich der aktiven Aerodynamik ist kaum zu bemerken, aber dennoch mindestens genauso wichtig. Die Aufhängung senkt sich automatisch ab, um den Wagen flacher auf der Straße liegen zu lassen und den Luftwiderstand zu reduzieren. Auch wenn man sie nicht sieht, die Luft bremst das Auto ab. Je geringer der Strömungswiderstand, desto schneller kommt man voran. Insgesamt kann der Strömungswiderstandskoeffizient damit von 0,37 auf 0,31 vermindert werden und das Auto wird deutlich windschlüpfriger. Davide Testi ist Paganis Testfahrer. Er prüft sämtliche Komponenten des neuen Autos auf Herz und Nieren. Vor 8 Jahren ging's los. Das Projekt kam langsam in die Gänge. Über einen Zeitrahmen von 4 Jahren beschäftigt er sich mit dem neuen Wagen. Den Sonder zu übertreffen wird nicht einfach. Mehr als 1 Million Kilometer bringt er in einem der 5 Prototypen dabei hinter sich. 60 Mal so viel, wie der Otto-Normalverbraucher pro Jahr im Auto zurücklegt. Ich habe mich gefühlt wie bei einem Blind Date. . 2011, nach 7 Jahren harter Arbeit, kann der Huayra endlich der Öffentlichkeit präsentiert werden. Andere Autohersteller horchen sofort auf. Der Wagen setzt neue Maßstäbe bei fast allen Leistungsmerkmalen. In Genf war er ein echter Publikumsmagnet. Man musste sich jedes Detail genau ansehen. Gerade mal 3,2 Sekunden braucht der Huayra, um von 0 auf 100 zu beschleunigen. Nach 9,8 Sekunden ist er bei 200 km/h. Und innerhalb von knapp 26 Sekunden sind 300 km/h erreicht. Ein startender Verkehrsflieger ist langsamer. Der Huayra erhält sein Triebwerk von einer der angesehensten Automarken überhaupt. Es ist ein Mercedes-Motor von AMG. Auch wir sind detailverliebt und haben ihm also einiges zu bieten. Pagani beauftragt die berühmten Triebwerksspezialisten, einen neuen, leistungsfähigeren V12-Motor zu konstruieren. Der Auftrag ist wirklich interessant. Wenn der bestmögliche Hochleistungsmotor gefragt ist, ist das für uns die Herausforderung, auf die wir schon lange gewartet haben. Das Team verbringt mehr als 1000 Tage mit Ausprobieren und Testen, bis er endlich fertig ist, der M158. Die AMG-Leute haben sich schon immer nah am Wahnsinn bewegt. Das Unternehmen hat sich auf verrückte Autos und Motoren spezialisiert. Der irre Pagani passt ja wohl super ins Konzept. Die Leistungssteigerung sollen Turbolader übernehmen. Wovon Pagani weniger begeistert ist: die leicht verzögerte Gasannahme führt zum sogenannten Turboloch.
Jeder weiß davon und niemand mag es. Wer ist schon scharf auf ein Turboloch? Im Gegenzug steigert der Turbolader die Treibstoffeffizienz. Gerade mal 20 Liter auf 100 Kilometer ist für ein Hypercar einmalig. Gleich zwei Vorteile anbieten zu können, ist echter Luxus für Ingenieure. Wir steigern die Leistung und senken den Verbrauch. Aber der Zeitdruck war extrem. Die Perfektionierung des Triebwerks dauert insgesamt 3 Jahre. Das ist der stärkste Mercedes-Motor. Pagani holt noch mehr PS raus. Das Drehmoment des neuen Zwölfzylinders ist fast doppelt so groß wie das in einem Ferrari 458. Und er hat mehr als doppelt so viel PS wie ein gewöhnlicher Porsche 911. Der Kraftprotz wird auf traditionell handwerkliche Weise gebaut. Von einem Arbeiter in einer einzigen Werkhalle. Dass dort nicht am Fließband produziert wird, ist wirklich ungewöhnlich. Michael Kübler ist einer von zwei Motorentechnikern, die für die Montage der Pagani-Triebwerke zuständig sind. Ich fühle mich wirklich geehrt, dass ich sie bauen darf. Selbst der talentierteste Motortechniker gerät ins Schwärmen, wenn er an einem derartigen Prestigeprojekt mitwirkt. Als er uns den Huayra präsentiert hat, habe ich ihn kennengelernt. Wenn man als Autofreak einen derart leidenschaftlichen Bruder im Geiste trifft, ist das irre. Eine echte Ehre. Innerhalb von gerade mal 8 Stunden ist der Motor komplett fertiggestellt. Man könnte sagen, 90 PS pro Stunde. Er besteht aus mehr als 500 Einzelteilen. Zuerst wird der bullige Motor an einem speziellen Montagewagen befestigt. Danach baue ich die Kurbelwelle ein. Fehlen noch die 12 Spezialkolben. Auch sie werden manuell eingesetzt. Nach der Kurbelwelle sind die Kolben dran. Dann zieht Kübler die Steuerkette auf und baut die Ölpfanne an. Und die Zylinderköpfe. Gefolgt von Lenkgehäuse und den Zylinderkopfdeckeln. Zum Abschluss, das hervorstechendste und wichtigste Merkmal des Motors, der Turbolader. Die vom Motor angesaugte Luft wird dadurch komprimiert, bevor sie in die Zylinder gedrückt wird. Mit Turbolader gelangt doppelt so viel Luft ins Triebwerk wie beim gewöhnlichen Saugmotor. Unter Volllast durchströmen pro Stunde 400 Liter Sauerstoff den Motor. Das entspricht etwa 80% der Luftmenge, die ein Mensch während eines gesamten Tages einatmet. Nach dem Turbo wird der Ansaugstutzen montiert. Der für den Huayra ist größer als Stutzen von gewöhnlichen V12ern. Zum Abschluss wird noch die Zierblende angeschraubt. Ist ein echtes Kunstwerk, würde ich sagen. Nach bestandenem halbstündigen Belastungstest bei Vollgas wird der Motor nach Italien geschickt. Währenddessen werden bei einem der Pagani-Zulieferer mit äußerster Präzision mehr als 400 Spezialkomponenten gefräst. Für den perfekten Huayra werden weder Kosten noch Mühen gescheut. Wir produzieren einige Bauteile für Pagani. Nur wirklich erlesene und durchgestylte Teile kommen in Frage. Es sind kleine Kunstwerke, die mit industriellen Werkzeugen hergestellt werden. Sämtliche Teile fertigen wir mit äußerster Präzision an. Reine Fließbandware kann da nicht mithalten.
Aber nicht nur die Optik ist wichtig. Sämtliche Abmessungen müssen exakt stimmen. Die erlaubte Toleranz liegt bei einem Tausendstel Millimeter. Ein Tausendstel Millimeter ist etwas weniger als die Dicke einer Spinnwebe. Genau genommen entsteht hier moderne Kunst. Sicher, Michelangelo hat selbst Hand angelegt und echte Meisterwerke erschaffen. Aber zumindest kleine, kunstfertige Skulpturen kriegt die Fräse auch hin. Mit höchster Präzision entstehen so mehr als 400 Huayra-Applikationen. Aber nicht nur festmontierte Teile werden mit der Fräse hergestellt. Auch der Zündschlüssel ist ein kleines Aluminiumkunstwerk. Kostenfaktor 2.900 Euro. Die fertigen Teile werden schließlich nach San Cesario sul Panaro geschickt. Dort wird jeder einzelne Huayra von Hand zusammengebaut. Der Autovisionär Horacio Pagani arbeitet seit 7 Jahren daran, der Hypercar-Welt erneut Vortrieb zu verschaffen. Heutzutage sind alle Autos schnell. Wenn eine moderne Familienlimousine mit 10 Jahre alten Supercars mithalten kann, braucht man eine neue Kategorie. Die Konkurrenz sticht Pagani Schnitt für Schnitt, Schraube für Schraube und Auto für Auto aus. Die äußerlich unscheinbaren kleinen Fertigungshallen auf einem Industriegelände lassen kaum ahnen, was im Innern passiert. Hier streben 53 Handwerker nach absoluter Perfektion. Kleines Gebäude, großer Ehrgeiz. Der Wagen vereint viele technische Fortschritte in sich, vor allem hinsichtlich der Verbundwerkstoffe. Jahrelang habe ich mich damit befasst. Inzwischen arbeite ich seit gut 30 Jahren mit dieser Technologie. Schon als junger Mann fing er an, sich für Carbon zu begeistern. Über 30 Jahre hinweg lernt er den Werkstoff genau kennen. Inzwischen stellt er sogar das Monocoque aus Carbon her. Im Prinzip bestehen Sicherheitszelle und Cockpit komplett aus Carbon. Ursprünglich wurden sie für Formel-1-Renner entwickelt. Inzwischen verbaut man sie auch in Super- und Hypercars. Eigentlich Rennwagentechnologie. Die Carbon-Fahrerkabine entsteht komplett in Handarbeit. Hier produzieren wir die Carbon-Komponenten. Monocoques aus Carbon herzustellen ist extrem teuer. Bei Pagani gehen die Kosten sogar noch zusätzlich hoch. Man webt Titanfäden ins Carbon ein, die das Gewebe widerstandsfähiger machen. Dadurch wird weniger Plastik gebraucht, was das Gewicht reduziert. Das Carbon-Titan-Monocoque ist eine Pagani-Spezialanfertigung. Komplett in Eigenproduktion hergestellt. Außer Pagani macht das eigentlich keiner. Ausgangsmaterial ist eine Faserstoffbahn. Hier bereiten wir das Material vor. Mitten in der Produktionshalle ist das nicht möglich. Das Ausgangsmaterial für die Herstellung des Carbon liefert man uns als Stoffballen an. Die Kombination aus Fasern und Leim ergibt ein sehr leichtes, aber zugleich starkes Material. Eine spezielle Maschine minimiert den Verschnitt. Nachdem die Formen ausgeschnitten sind, werden einzigartige Teile aus insgesamt 222 Komponenten hergestellt. Die 222 Komponenten des Huayra bestehen aus Verbundwerkstoffen, aus jeweils ungefähr 4 Schichten. Es gibt aber auch Einzelteile aus sehr viel mehr Schichten. Aber die Details sind ein Betriebsgeheimnis. Danach werden die zusammengefassten Einzelteile im sogenannten sterilen Raum weiterverarbeitet.
Hier überziehen wir die Bauteile mit dem Carbon. So nehmen sie nach und nach Form an. Die vorbereiteten Formen fügt man in eine Art Gussform ein, trägt ein Spezialharz auf und gibt das Ganze in eine Presse. Nach dem Laminieren, also der sogenannten Schichtungsphase, werden die Teile in Plastikfolie eingeschweißt, damit ein Vakuum entsteht. Man braucht 5 Stoffballen für eine Sicherheitszelle. Das Material kostet $500 pro Quadratmeter, obwohl es nur 1 Millimeter dick ist. Nach der Vakuumversiegelung werden die Teile im Autoklav, eine Art Druckofen, gebacken. Zum Abschluss kommen die Komponenten in den Autoklav. Die Huayra-Teile werden Temperaturen zwischen 120 und 150 Grad ausgesetzt. Dies ist ein Teil, das sich bei 150 Grad nach 4 Stunden verformt. Das Harz, das es hat aushärten lassen, fließt dann in honigartiger Konsistenz ab. Der Carbonfaserstoff wird zurechtgeschnitten, in eine Form gepresst und dann vakuumversiegelt gebacken. Die Teile werden allesamt manuell angepasst. In einem Bereich, der eher einem Hightech-Labor ähnelt als einer Werkhalle, bringt man sie in Form. Carbon ist kein einfaches Material. Vor allem die Übergänge perfekt hinzukriegen, ist extrem kompliziert. Doch genau darauf achtet man hier. Bis in den hintersten Winkel des Autos. Wer sowas versteht und einen Sinn dafür hat, muss einfach begeistert sein. Dass der Linienübergang wirklich überall exakt hinhaut, beweist eine absolute Liebe zum Detail. Carbon ist hier der wichtigste Werkstoff. Den Unterschied zwischen Carbon und gewöhnlichen Materialien, die beim Autobau zum Einsatz kommen, merkt man sofort. Das Carbonmuster wiegt weniger als 1 Kilo, das Metall hingegen 4. Der Huayra kommt, schon allein wegen des geringeren Gewichts, auf unfassbares Tempo. Die perfekt angepasste Karosserie wird zum Lackieren gebracht. Und das Monocoque zur Endmontage. Dies ist die erste Station der Montagestrecke. Hier haben wir den vorderen Teil des Chassis. Die unfassbar vielen Teile machen den Bau echt spannend. Gewöhnliche Autos bestehen aus ungefähr 3000 Teilen. Der Huayra hingegen aus 4700. Klar verbaut Pagani in seinen Autos mehr Komponenten. Die Teile stapeln sich ja quasi. Jedes kleine Detail ist dem Mann zu verdanken, für den Autos Kunstwerke sein müssen. Ich werde ihn nicht analysieren, aber ein bisschen verrückt ist er schon. Eine derartige Detailverliebtheit grenzt doch wohl an Besessenheit. Damit alles hundertprozentig stimmt, sind hier nur absolute Experten am Werk. Alles an dem Auto wurde exakt geplant. Sämtliche Einzelheiten stimmen. Bei einem derart teuren und lange produzierten Wagen sollte es aber auch so sein. In großen Fabriken rollt manchmal alle 60 Sekunden ein neues Auto vom Band. Bei Pagani vergehen 3 Monate, bis ein Huayra fertiggestellt ist. Ihre Kunden warten gerne auf das perfekte Produkt. Sämtliche Komponenten sollen vermitteln, dass Kunst und Wissenschaft zusammenpassen. Die Montage beginnt immer gleich mit dem Carbon-Monocoque. Interessant ist zum Beispiel, dass der Tank im Monocoque untergebracht ist.
Die vordere Baugruppe wird in Position gebracht. Und mit speziellen Titanschrauben mit dem Fahrwerk verbunden. In alle Schrauben wurde das Pagani-Logo eingraviert. So detailverliebt ist so gut wie niemand mehr. Solche Feinheiten treiben jedoch den Preis in die Höhe. Jede einzelne Titanschraube kostet 68 Euro. Im Huayra kommen 1200 davon zum Einsatz. Sie sind feinsäuberlich sortiert. In die Titanschrauben wurde das Firmenlogo graviert. Ein kompletter Schraubensatz kostet über 81.000 Euro. Dreimal so viel wie der durchschnittliche Jahreslohn in Italien. Pagani will nur die besten und teuersten Teile und Materialien verbauen, als wolle er sich selbst herausfordern. Zur vorderen Baugruppe gehören auch zwei mächtige Carbon-Keramik-Bremsscheiben. Sogar die Bremsscheiben sind Carbon verstärkt. Sie sind weitaus leistungsfähiger als normale Bremsen. Die 380 mm Aggregate sorgen für eine hervorragende Bremskraft. In weniger als 7 Sekunden kommt er aus 300 km pro Stunde zum Stillstand. 10 solcher Bremsscheiben nebeneinander ergeben die Länge eines VW Beetle. Ein wirklich gutes Bremssystem sollte das Vierfache der Motorkraft unter Kontrolle bringen können. Das Vierfache der Motorkraft bedeutet fast 3000 PS. Also fast 2 Megawatt Energie. Genug Saft, um 1000 Haushalte mit Strom zu versorgen. 7 Jahre lang hat Pagani an seinem neuesten Hypercar gearbeitet. Aber wer auf Perfektion aus ist, darf sich zeitlich nicht einschränken. Selbst wenn die wichtigste Komponente erst noch eingebaut wird. Seit fast einem Jahrzehnt arbeitet Pagani an einem Ersatz für eines der ersten Hypercars. Der Huayra beschleunigt in gerade mal 3,2 Sekunden von 0 auf 100. Dank des leistungsstarken V12-Motors mit Turbolader. Das 730 PS Triebwerk wird im Zuge der Montage der hinteren Baugruppe mit dem Monocoque-Chassis verbunden. Hier geht es nicht darum, die Arbeit so schnell wie möglich zu erledigen. Die Teile werden so lange angepasst, bis sie perfekt sitzen. Die vollständige Montage geht nur mühsam vonstatten und ist zeitaufwendig. Der Schaltvorgang hingegen ist einfach und schnell. Er vollzieht sich in gerade mal 60 Millisekunden. Die Hälfte der Zeit, die das Licht bräuchte, um den Äquator zu umrunden. Die 7-Gang-Halbautomatik des Huayra ist mechanisch, aber auch computergesteuert. Von einer Firma, die Formel-1-Getriebe baut. Anders als viele Hochleistungssportwagen verzichtet der Huayra auf ein Doppelkupplungsgetriebe. Es hieß, dass der Wagen dadurch zu schwer wird. Während der Planungsphase stellt man fest, dass ein Doppelkupplungsgetriebe ein Mehrgewicht von 70 Kilo bedeuten würde. Beinahe das dreifache Gewicht des Einzelgetriebes. Dadurch ist der Schaltvorgang ziemlich hart. Aber andererseits will man doch ein bisschen was spüren. Die nächste besonders leichte Komponente ist der handgefertigte Titanauspuff. Er wiegt gerade mal 10 Kilo. Die Krümmer sind toll und vor allem die ungewöhnlichen Töpfe. Sowas kriegt man bei normalen Autos nicht zu sehen. Die sehen aus wie von einem Motorrad. Auch der Auspuff ist natürlich ein echtes Kunstwerk. Die Maschine wird von allen Seiten bearbeitet. Auch innen nimmt der Wagen langsam Form an. Die Affinität zur Luftfahrt zeigt sich an den Armaturen sofort. Überall locken irgendwelche Schalter, als würde man in einem Kampfjet sitzen und gleich die Ablenkkörper starten. Und noch eine Besonderheit, ein freiliegender Schalthebel.
Man fühlt sich wie im Anatomieunterricht. Sämtliches Fleisch wurde weggeschnitten. Man sieht nur die Sehnen oder eben den Schalthebel. Der skulpturenartige Schalthebel besteht aus 60 Einzelteilen, die allesamt gut sichtbar sind. In anderen Autos gibt es überall Lederbezüge oder Blenden. Pagani hat all das weggelassen und die Mechanismen freigelegt. Echt schön. Sogar die Lenkradschalter sind einzigartig. Auch das Gaspedal ist schick. Sowas kriegt man sonst nirgends geboten. Die Lenkradschalter sehen aus wie Klarinettenknöpfe. Pagani ist besessen. Das ist doch ein Concept-Car. Sowas Schönes gehört sich einfach nicht. Selbst in den teuersten und besten aller Autos hat man nicht, wie hier, das Gefühl, in einem Kunstwerk zu sitzen. Die analogen Armaturen sind ein wichtiger Bestandteil. Sie entstehen ebenfalls in reiner Handarbeit in Bologna. Es ist, als befände man sich in einer sündhaft teuren Uhr. Der Effekt, dass die Armaturen wie Ziffernblätter wirken, ist erwünscht. Tatsächlich verwendet ein Uhrmacher hier dieselben Materialien wie für Zeitmesser. Vier Anzeigeinstrumente dieser Art kosten knapp 7.100 Euro. Als hätte man die Armaturen aus einem alten Flugzeug. Vor 70 Jahren ging es nicht anders. Heute ist es cool. All den Details im Innenraum steht der Zündschlüssel in nichts nach. Auch das ist ein echtes Kunstwerk. Mit Fernbedienung und dem eigentlichen Schlüssel. Überall am Huayra ist eindeutig zu erkennen, dass besonderer Wert auf geringes Gewicht gelegt wurde. Sogar bei den Lautsprechern. Eine berühmte Car-Audio-Werkstatt in Vicenza beliefert Pagani damit. Auch in diesem Unternehmen haben sich echte Luxusenthusiasten zusammengefunden. Sie stellen auch Heimlautsprecher her, für 157.000 Euro pro Paar. Der wichtigste Faktor beim Pagani-Auftrag ist das Gewicht. Bei einem derartigen Hochleistungsauto geht es immer um das Gesamtgewicht und die Motorleistung. Im Huayra kommen 1200 Watt zum Einsatz, ungefähr das Vierfache einer gewöhnlichen Heimstereoanlage. Die technische Herausforderung dabei war es, maximale Audioqualität mit minimalem Gewicht zu kombinieren. Zur Gewichtsreduzierung nutzt das Team Carbon. Das Carbon ist auch für uns interessant, wegen der Haltbarkeit und natürlich, weil es leicht ist. Wir haben bei Null angefangen, damit wirklich alle Teile perfekt zur Tür passen. Auch die Türen sind natürlich ein absoluter Blickfang. Egal ob DeLorean, Mercedes SL oder Pagani, sobald die Türen aufgehen, steht der Verkehr erstmal still. Die Montage der Türen geht extrem achtsam vonstatten, Schraube für Schraube. Wenn man sich schon für sowas Wildes wie Flügeltüren entscheidet, sollte es auch ein Super- oder Hypercar sein. Zu kitschig oder übertrieben gibt es bei diesen Autos nicht. Und Flügeltüren sind ja wohl völlig übertrieben. Nach 3 Monaten voller fanatischem Perfektionismus ist ein nagelneuer Huayra bereit für die Auslieferung. Pagani ist Kunsthandwerker. Wenn er etwas baut, wird es detailliert. Alles daran sagt einem, dass wirklich Herzblut ins Projekt geflossen ist. Jetzt steht der Huayra hier, fahrbereit. Knapp die Hälfte der produzierten Wagen geht nach Asien. Und 30% in die USA. Aber ungeachtet des Landes, für einen Huayra gibt es nur einen Bestimmungsort. Er ist ein straßentauglicher Le Mans-Prototyp, inklusive den automatischen Spoilerklappen, die aktiv reagieren. Das Aerodynamiksystem sorgt für perfekte Bodenhaftung. Klappe hoch, damit der Luftstrom den Wagen runterdrückt. Zwischen 80 und 250 km/h wird es aktiv und stabilisiert die Straßenlage. Ab 80 Sachen gehen die vier Klappen ungefähr um 10 Grad hoch. In Kurven wird der Wagen ebenfalls zu Boden gedrückt. Dann geht's hoch auf 20 für eine gute Kurvenlage. Wer in die Eisen geht, wird auch von den Klappen unterstützt. Die 40-Grad-Stellung ist eine Art Bremsfallschirm.
Das Aerodynamiksystem ist durchaus faszinierend, aber das Leistungs-Gewichts-Verhältnis ist absolut beeindruckend. Diesbezüglich macht er alles richtig. Es gibt nur wenige Autos, die ein ähnliches Verhältnis bieten und deshalb dermaßen schnell sind. Der Huayra wiegt gerade mal 1340 Kilo. Sein Gewicht ist ein Lacher. Und das, obwohl der dicke, schwere 6-Zylinder V12 drin sitzt. Der Carboneinsatz hat sich gelohnt. Paganis fixe Idee der extremen Gewichtsreduzierung hat sich ausgezahlt. Der Huayra ist ganze 590 Kilo leichter als ein Bugatti Veyron. Vom Gewicht her ist er vergleichbar mit einem VW Jetta. Aber dieser Wagen hat einen 720 PS Motor und ist genauso leicht. Ihn zu fahren ist unbeschreiblich. Ein wahrlich kunstvolles Erlebnis. Italiener sind nun mal die Meister der Theatralik. Türen fliegen auf, beim Bremsen gehen Klappen hoch, der Wagen öffnet sich wie eine Muschel und sagt, guck mal. Er ist extrem schnell und macht ordentlich was her. Man fühlt sich beim Gasgeben tatsächlich wie in einem abhebenden Flugzeug. Die extreme Beschleunigung wird von einem einzigartigen Motorsound begleitet. Es grummelt nicht laut, sondern röhrt exakt so, als säße man auf einem Düsentriebwerk. Ein Jet, der seine Wurzeln im Autorenngenre hat. Einzelgetriebe und Carbon-Keramikbremsen werden in der Formel 1 auch genutzt. Dank Renntechnologie kommt die Maschine auf unfassbare 372 km/h. Aber der Seltenheitswert ist sogar noch viel höher. Knapp 2000 Autos bin ich in den letzten Jahren gefahren, aber ich habe noch nie einen Pagani live gesehen. So selten sind die. Ich arbeite seit 14 Jahren in der Branche und das hier ist meine Huayra-Premiere. Einen anderen Pagani habe ich gesehen, bei der Modellvorstellung in Genf. Der Wagen ist eine Erfahrung. Die knapp 900.000 Euro kostet, 730 PS hat und möglicherweise bei 372 km/h gemacht wird. Einige der Designelemente werden mit Sicherheit zum Kult. Auspuffkrümmer und Töpfe, die vier Scheinwerfer und natürlich die Rückspiegel. Die Mischung aus Skulptur und Kampfjet soll Autofans der kommenden Generationen begeistern. Die perfekte Frau, das Gesamtkunstwerk, alles, was sie trägt, ist top, egal, ob sie es trägt. Der Wagen steht einzig für die Vision eines Mannes, der nach dem perfekten Auto strebt. Klar hat das mit Ego zu tun, aber wer gründet schon seine eigene Supercar-Firma? Pagani hat ein Hypercar konstruiert, eines der teuersten überhaupt. Und sein Geschäft ist erfolgreich. Wenn man mit sowas auch noch Gewinn macht, hat man sich das Ego verdient.